Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in einem neuen Gebiet, einem neuen Städtchen. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte, also zumindest in der Nähe, von diesem Raider-Versteck, Backstreet-Dingens müssen wir hin. Und ich muss aufpassen, weil da oben gibt's, es gibt hier auch Ghule. Was man so gesehen hat, da oben wäre so ein Kerl, ich lasse den jetzt mal einfach so stehen und versuche mich hier durch die Stadt zu schleichen. Da wird's geschossen, da wird geschossen. Oh weia, das ist aber nicht gut. Ich will mal ein bisschen umschauen. Da wird scharf geschossen. Nicht gut. Jetzt ist aber die Frage, wo? Warum? Wieso? Schau mal darauf. Boom. War das gerade eine Granate oder so? Oh, hier. Hallo. Was bitte ballert denn ihr da ab? Ja, dann knall ihn doch ab. Hallo? Verreck, du Sau. Oh. Huch. Ich glaube, ich habe so einen Kerl erwischt. Au. Ja, ich habe so einen Kerl erwischt. Ding. Großartig. Supi. Ich hätte speichern sollen. Ja, das fällt mir alles später ein. Was bist denn du, bitte? Für viele Bewohner des Commonwealths ist das Institut der Putman, der sich im Schatten versteckt und jederzeit über und überall zuschlagen kann. Ja. Plasmagewehre und so weiter können Gegner schmelzen. Ja, ja, das wissen wir. Scheiße. Hoffentlich bin ich jetzt noch... Naja, natürlich nicht. Dann laufen wir halt mal schnell hin, ne? So. Ja, ja, schnauf mal ruhig. Super. Ey, ne? Echt, also das habe ich wieder mal fein hinbekommen. Ich bin halt der perfekte Profi. Es ist ein Wahnsinn. Sogar das Sprechen fällt mir schwer. Na, Servus Kaiser, ne? Dap, 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 dap. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Naja, fast. Aber in der Nähe von dem Quartier. So. Jetzt tun wir mal schnell speichern. Also da. Da. Und jetzt bringen wir unser Glück nochmal. Was ist denn hier los? Super Mutanten. Kotzwurf, Entschuldigung. Yeah, wup, 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 Stufe aufgestiegen. Alter, von wo? Du Saukerl. Ah, toll. Stirb weg, du Saukerl. Alter. Ja, ja, ich probiere sie schon umzuballern. Ist jetzt gerade umgegangen. Alter, Kotzwurf. Wo ist noch so ein Mistkerl? Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unsere Frau. Ja. Bin ich. Gut. Gefällt mir. Mutanten-Hundefleisch ist ja ekelhaft. Diamond City? Folge einfach den Schildern. Ach so. Diamond City. Aha. Was ist denn das? Na, großartig. Das ist ein Fleisch-Sammelnetz.
Warum? Diese Viecher etwa, diese Supermutanten. Ich meine, die waren sogar so super, diese Mutanten, dass sie super schießen konnten mit. Also ganz so dämlich sind die Viecher nicht. Ein Einkaufswagen voller Fleisch. Die wissen schon, wie man einen Supermarkt bedient, ne? Als Kunde. Das ist ja grauselig. Na sicher, beim Fleischsack kann man was entnehmen. Hör auf! Patronen, Blutkäferfleisch. Ach du Schande. Und wenn ich mich da mal übergeben muss, haben die Entwickler schon mal daran gedacht, dass man es mal brechen muss, auch bei sowas? Vielleicht? Ist ja ekelhaft. Was haben wir da? Supermutant. Kronkorken, Patronen, Blähfliegenfleisch, Planke. Im Progewehr. Ach Gott, ich bin schon wieder überladen. Schande. Ja, wo soll ich denn was ablegen? Na, ich bin überladen. Weißt was? Kann ich ihm das zurückgeben? Transfer, ich kann ihm echt was zurückgeben. Warte mal, ich, wir haben jetzt eigentlich dieses Gebiet hier ja entdeckt, ne? Jetzt müsste es doch möglich sein, dass ich hier ein Bild was reinschmeiß, Waffen oder irgendwas, und das später looten kann. Ich hoff's halt. Ich hoff's halt. Na, was tun wir weg? Komm. Weiter nach unten. Gibt's nicht irgendwie so ein Raider-Klumpert noch, was da... Das vielleicht. Und... Irgendwas noch. Du vielleicht. So. Normalerweise, also ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bohre mich jetzt einfach mal weg. Nein, wir sind hier noch nicht richtig. Da muss ich zuerst... Moa, ist das jetzt schier. Diamond City vielleicht erreichen. Ich probiere es jetzt einfach mal, da rauf zu laufen. In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Okay. Ich sehe schon die Schilder. Ein Diamantenzeichen und ein Pfeil geradeaus. Ist er da drüben? Das ist Diamond City. Bitte. Hier entlang. Grüß euch. Servus. Scheint hier zu sein. Ah, hier. Hallo. Haben wir es geschafft? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Mir leid, ich mache nur meinen Job. Okay. Ist das jetzt markiert? Nein, warum nicht? Pfui, falsch. Also nicht draußen zu halten, ja? Wo, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Was? Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Los, mach sofort das Tor auf. Also wenn du so freundlich redest, wird das nix, denke ich mal. Bruder, du willst doch nach Diamond City, oder? Ja, und wer bist du? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hm. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Na, großartig. Na dann, los geht's. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Ja, schön. Ist es jetzt markiert? Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! Ich werde deine Druckerpresse verschrotten. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen.
Ja, kommt mal drauf an, für welche Zeitung du eigentlich arbeitest, ne? Nicht meine Angelegenheit, hasse Zeitungen, Zeitung unterstützen. Welche Zeitung? Von welcher Zeitung redest du? Meiner, Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Artikel bei euch gelesen und weiß auch nicht, worüber ihr schreibt, aber schauen wir mal. Also, und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Und das zu Recht. Ein echtes Medium für das Volk. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Habt ihr eine Werkbank? Ich müsste mal da was abladen. Streit zwischen euch, was auch immer. Red kein Mist, klingt gut. Streit zwischen euch. Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ja, vermisste Personen und so, ne? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Vermisste Person, ein Jungen, nicht antworten, mein Baby. Die Wahrheit. Mein kleiner Junge, Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Hast du das gehört, McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit zusehen, wie eine Mutter ganz allein nach ihrem kleinen Jungen sucht? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Na hoffentlich. Wer kann helfen? Wir werden sehen. Danke für nichts, das hoffe ich. Nö, wer kann helfen? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City-Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen. Aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Okay. Können wir gerne machen. Ich will nur schauen, ist jetzt Diamond City, können wir da noch nicht entdeckt. Warum? Herrschaftszeiten, das gibt's ja nicht. Wir sind ja schon mittendrin. Gibt's hier eine Werkbank? Hey. Hör auf. Sobald ich's zischen höre, bin ich schon nervös. Ich gehe einfach mal da durch, ne? Vielleicht... Na, geh weiter. Vielleicht, wenn wir hier draußen sind, dass da dann was kommt, stadtmäßig. Ja. Na los, lad schneller. Brav. Das jawohl. Ist also das berühmte Diamond City. Wow. Staubbasis erwartet. Zivilisation im Ruhezustand, wenn man so will. Ja. Cool. Schaut echt toll aus. Aber hier machen wir zurzeit nicht weiter. Ich wollte ja nur zum Herporten eben den Punkt haben. Damit ich jetzt endlich schnell, ganz, ganz schnell wieder nach Hause kann. Hoppala. Da rauf bitte. So, zu meiner geliebten Werkbank, damit ich endlich mal das Graffel ausräumen kann. So. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel mit dem Laden hin und her und so. Ich kann das auch momentan eigentlich überhaupt nicht schneiden. Bezüglich meines Aufnahmeprogrammes, weil dieses Programm, das ist von meiner Grafikkarte mitgeliefert worden und
Ja, der Vorteil dieses Aufnahmeprogramms ist einfach der, dass das Video komplett fix und fertig gerendert ist und ich das Zeug nur noch hochladen bräuchte. Alter, Scheißwetter. Geh mal pennen, eine Runde. Wie spät ist es? 9 Uhr in der 9 Uhr, ja, 8 Uhr in der Früh. Boah, ich will jetzt aber keinen ganzen Tag schlafen, aber nehmen mal 5 Stunden her. Das hat sie sich eh verdient. Na los, zähl runter. Brav. Vielleicht ist dann das schlechte Wetter auch vorbei. Ich würde es mir wünschen. Boah, na, jetzt denkst du, dass wir eigentlich für Graffel essen, ne? Radioaktiv verseuchtes Klumpert. Ist jetzt wieder schön? Ja, toll. Sehr schön, da geht es uns wieder besser. Boah, da haben wir jetzt Zeugs zum Reinschmeißen. Hier. Bitte den gesamten Graffel rausschmeißen hier. Danke. Kotzi? Wo bist denn? Kotzi! Bitte. Hey. Mann. Na, gib her das Zeug. Na klar. Und zwar alles nehmen. Ja. Boah, da kann ich wieder mal nur gehen, ne? So. Tut mir leid, ich. Und gesamten Schrott lagern. Passt. Ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Och, was ist denn? Alles okay. Du siehst immer so schwarz. Passt doch alles. Warte mal. Dann haben wir hier genau die Rüstungsgeschichte. Nein, so wollte ich das gerade nicht. Warte mal. Ja. Ich wollte es nämlich lagern. Also, so. Das heißt, die Uniform kommt da rein. Dann suchen. E-Ring bleibt bei mir, natürlich, selbstverständlich. Das Gammler-Outfit kommt da rein. Die Suppe bleibt bei uns. Die Zeitung, das Dingszeug bleibt drinnen. Der Pilz bleibt bei uns. Hundehalsband können wir auch dabei reinschmeißen. Dann, was haben wir denn noch alles für Sachen? Den Harnisch, den brauchen wir, einen brauchen wir. Die Lederrüstung, ja, für den Bein nehme ich auch, schmeiße ich auch rein. So, eigentlich könnte man das auch reinschmeißen, so wollen wir auch dieses hier. Happen, Fleisch, da ist wieder eine Uniform, die weg kann. Die Beere, Fleisch, da haben wir einmal Blunder und Hose, die kann auch weg, wobei die würde ich gerne mal jemanden dann anziehen. Raider, Leder. Ich glaube, das ist auch was zum Anziehen, ne? Das kommt auch weg, so wie auch das hier, das. Und dieses hier. Das kommt auch rein. Blauer Anzug auch. Die Schweißerbrille haue ich da mit rein. T-Shirt mit Hose kommt da rein. Dann. Haben wir es, glaube ich, schon. Perfekt. Was haben wir hier? Mit Taschen verschweißte Raider-Rüstung. Da, rein mit dir. Passt. Gut. Immerhin regnet es nicht. Ja, hat's gerade vorhin. Dann kommt hier noch Waffen, kommen da noch rein. Also hier haben wir eine, da haben wir 6. Da würde ich gern eine behalten. Ja, was ist jetzt eigentlich? Okay. Die tue ich weg. So, schauen wir weiter. Leuchtpistole brauchen wir noch. Minigun, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Die tue ich mal weg. Oder warte. Minigun, kann man die nicht beim Roboter reinstecken, also bei der Powerrüstung? Na los. KLM. Oh, da haben wir Mais noch drinnen. Sehe ich gerade. Den könnte ich auch mal rausnehmen. Malpinsel, Minigun, wo bist du? Da. Dann Rohrzange, bla bla, Schlagring. Den können wir auch reinschmeißen. Patronen haben wir noch da. Bam, 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 bam. Ein Gewehr kann rein. Der Schlagstock kann rein. Dann würde ich sagen, ist schon mal gut. Boah. Viel ist aber nett, ne, wenn du denkst. Da haben wir schon noch einiges, was Gewicht macht, ne? Das ist halt auch so eine Geschichte.
Vor allem die Minigun ist schwer, ne? Ich probiere sie einfach mal da reinzuhauen. Transfer. Nur Fusionskern hat. Wah. Nein, 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 nein. Wenigstens ist. Okay. Staucht und liegt nicht herum. Okay. Nein, da muss die Minigun derweil hier rein. Ah, jetzt verdrücke ich mich wieder. Pfui. Na komm, lass mich raus. Danke. So, Transfer, da muss die Minigun doch rein. Ne? Machete, Melone, Minigun. Tschüss. So. Können wir aber trotzdem Waffengeschichte? Können wir da nicht irgendwas machen? Das ist eine Waffe? Ernsthaft? So. Machete. Können wir die Machete auf gezackte Klinge? Keine Verbesserungen. Okay. Dann würde ich sagen, die Pistole wäre nicht schlecht. 10 mm, weil da haben wir so eh nicht wirklich Munition. Auch die wäre gut. Puh, Standardverschluss. Was ist denn ein leichter Verschluss? Geringeres Gewicht, verringerter Schaden. Erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Wow. Und so 13 Schaden wird sie machen. Was haben wir da? Erhöhter Schaden durch kritischen Treffer. Präzision wäre auch ein bisschen besser. Achso, das ist die Crit, das ist Crit gemeint. Erhöhter Schaden. Gewicht bleibt gleich. Gehärteter Verschluss wäre nicht schlecht. Automatikverschluss. Verbesserte Feuerrate. Unterlegener Schaden. Unterlegene Reichweite. Das ist nicht so schön. Aber das wird mir gefallen. Anfertigen. Das geht nochmal? Nein, oder? Nein. So. Ja, das passt schon mal. Aktiviert ist es eh, ne? Ja. So, Sturmlauf. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Kurzer Lauf ist Standard. Boah, die Reichweite ist halt cool, ne? Kurzer, leichter. Aha, kurzer, leichter Lauf. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Verlängerter Lauf. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Und schwer ist sie auch. Da wäre das fast besser. Kurzer, leichter Lauf. Würde ich sagen, machen wir die. So. Wahrscheinlich mache ich das komplett verkehrt, ne? Aber... Standardgriff. Da geht auch was. Komfortgriff. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte, okay. Ja, das ist eine ordentliche Dings. Standardkolben. Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung und besseres Ziel mit Zielfernrohren. Verbesserter Nahkampfangriff. Achso, weil du einen damit hauen kannst, ne? Boah, Schaden gibt es auch ordentlich dazu. Boah, das wäre aber echt nicht schlecht. Ja, schwerer ist sie halt. Schwerer ist sie halt. Aber, was soll's, oder? Anfertigen. Was hätten wir noch? Standardmagazin. Oh, großes Magazin. Verändert sich aber da nichts, ne? Außer das Gewicht. Sie nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Überlegene Magazinkapazität, unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Und hier überlegene Nachladegeschwindigkeit. Das ist hier aber nicht unbedingt ein Wert, den man sieht, ne? Aber so ist, nehmen wir es halt mit. So. Dann Standardvisier. Standardleuchtvisier, verbesserter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Kurz. Reichweiten-Zielfernrohr.
Verbesserte Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier, Reflexvisier, erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier, Leuchtreflexvisier, erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Ja. Na? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Boah, ey, ne? Da wäre das echt nicht schlecht. Das wäre echt nicht so schlecht, ne? Keine Mündungsbremse. Ist Standard kleines Bajonett. Erhöhter Nahkampfschaden, verringerte Reichweite, großes Bajonett. Überlegener Nahkampfschaden, unterlegene Reichweite. Verringerte Reichweite. Unterlegene. Na, da wäre die schon fast besser. Vom Schaden gemacht her ist es wurscht. Es geht nur um das Schwersein. Gewicht. Würde ich sagen, das Kleine. Gefällt mir besser. Auch vom Aussehen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätte ich die Machete, geht ja nicht, ne? Was denn noch? Die Millimeter wäre halt echt noch schön. Habe ich da schon weitergemacht? Kurzer Lauf, verlängerter Lauf. Reichweite erhöht und Wert erhöht. So. Dann Standardgriff. Komfortgriff, ja, für Präzision und Dingens. Das nehmen wir gerne mit. Dann Standardmagazin. Aha, geht nicht anders. Standardvisier, Leuchtvisier, Reflexvisier oder Reflexvisierkreis. Erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Die beiden wäre wurscht. Würde ich sagen, das da. Und keine Mündungsbremse. Okay, das muss so bleiben. Boah, das Debuffen schaut jetzt aus. Boah, ah. Oh. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Ach so? Da komme ich mal auf andere Gedanken. Ja, ist schön. Dann wäre gut, noch das Scharfschützengewehr zu verbessern. Gehärteter Verschluss. Gehärteter Verschluss, okay. Dann verlängerter Lauf, Standardmagazin, mittleres Schnelllademagazin, okay. Gewicht 14, oha. Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Erhöhte Magazinkapazität, verringerte Nachladegeschwindigkeit. Würde ich sagen, das da, ne? Und was hätten wir noch? Zielfernrohr, keine Mündungsbremse, Bajonett. Nehmen wir auch gleich mit drauf. So, wenn wir mit dem nämlich dann angreifen, können wir, glaube ich, dann recht gut draufhauen. So, na fein. Dann würde ich sagen, das passt schon mal. Verlassen. Ne? Aber ich hau trotzdem noch was rein. Und zwar, ich habe gesehen, die hier können wir reinhauen, die zählt ja auch als Waffe. Dann, jetzt muss ich ein bisschen schauen, ne? Kurz noch. Ja. Das war wieder ganz super, ne? Also, Part und so. Standardgriff. Ah, das muss ich jetzt erst aufsetzen, oder wie? Aha. Jagdgewehr, Standardmagazin. Naja, wenn man schön kriegt. Kreuzschlüssel, der kommt mal weg. Kronkorkenmine. Können wir die aufknacken? Abbrechen. Ich hau's auch mal rein. Kurzer Lauf, den brauche ich noch. Lebensmittelpastete. Die Machete behalte ich als Nahkampfwaffe zurzeit. Die modische Brille, das ist auch passt.
Stimpack. Die Schrotflinte gebe ich rein. Das ist mein Ding, das behalte ich. Die taktische. Passt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter geworden. Aber jetzt muss ich da glatt schauen, wie das jetzt funktioniert mit der Waffe, ne? Jetzt habe ich da so viel gebaut. Ah, die Rohrzange hätte ich ja noch rausschmeißen können. Wie geht das jetzt? Ablegen, untersuchen, sortieren, Level up. Habe ich das zu oft? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen ein Rätsel. Herstellen. Waffen und so. Die Pistole, was ist dann untersuchen? Weiter heranzoomen. Schauen wir mal. Na, das müsste jetzt ja alles drauf sein, ne? Das müsste ja passen. Passt. Das müsste schon so passen. Dann würde ich noch vorschlagen, wir rüsten aus. Favoriten setzen, genau. Okay, die Pistole. Na, falsch. Du. Quee, kommst hier hin. Du kommst hier hin. Na, hat sie ihn gehauen? Nein, aber jetzt. Wow, stopp. Und du kommst hier hin. So müsste es passen. Dann für Nahkampf. Nein. Na, jetzt geh du weg. Jetzt, ach komm. Die Manachete machen wir es halt so. So, jetzt passt's. Hoffe ich mal. Ja, ist gut. Dann könnte ich noch... warte, falsch. Kleidung, Hilfsmittelchen. Da wären wir noch schnell. Wo ist denn eigentlich diese Gemüsesuppe, diese köstliche, selbstgemachte? Gemüsesuppe, genau. Die... Wow, jetzt habe ich sie getrunken. Die wollte ich eigentlich... Ja, wo hätten wir es denn hingetan? Auf 7? Würde ich mal sagen. Und dich? Auf 8. So. Passt. Boah, jetzt habe ich schön viel Zeit vertrödelt. Es tut mir leid. Ist mir aber jetzt gerade auch ein Speichern wert. Ja. So. Und dann gehen wir sofort wieder zurück. Ah, warte. Doch, Kotzwurf haben wir gemacht. Kotzwurf haben wir gemacht. Müsste passen. So. Also, Diamond City. Jupp. Schnell dorthin. Dann schnell die Stadt verlassen. Dann unsere Raider-Party suchen. Und die dann, so gut es geht, eben auslöschen. Vielleicht geht sich das heute sogar noch aus. Das wäre mir ganz lieb. Aber das mit den Waffen war halt auch mal dringend nötig. Ich hätte wahrscheinlich auch die Rüstung noch machen sollen. Ich Trottel, das wäre auch noch nötig gewesen, aber das können wir eh noch machen. Das können wir zum Beispiel im nächsten Part machen. Schauen wir mal, wie gut oder schlecht es uns gehen wird. Ich hoffe doch gut. Der Wachpot ist einer der gefährlichsten Roboter, die je hergestellt wurden. Er vernichtet seine Feinde mit einer breiten Palette schwerer Waffensysteme. Wird er ausgeschaltet, explodiert er. Na super. Ding! Großartig. Daumen hoch. Willst du den Nahkampfschaden deiner Waffe stark erhöhen, dann verwende ein Bajonett. Gut. Haben wir gemacht. Na los, hör auf zu laden und lass mich wieder zurück ins Spiel, bitte. Da, 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 da. Sind die Mühen dieser Welt für dich nichts weiter als ein kleines Spielchen? Sehnst du dich nach einem härteren Leben in der Postapokalypse? Dann musst du später weiterlesen. So. Oh nein, es ist wieder dunkel.
Das ist natürlich jetzt alle blöd. Was von meinem Angebot haben. Angebot? Ja. Händlerin. Hallo. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Was? Was steht zum Verkauf? Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Alter, deine Augen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Was? Ach du Heilige, die hat einen der Waffel. Okay, wir haben ein bisschen Geld sogar. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Wir sollten auf jeden Fall von dem da was mitnehmen. Also Munition. Wow, das ist teuer. Nee. Gottes Willen. Gut, auf gut Glück, Knarre. Aha. Baseballschläger, Fusionskern. Gehstock. Kaliber 50 Munition. Das ist auch schön. Das ist eine Magnum, was ich weiß. Und umwickelte Mütze. Ja. Okay. Naja, die hat gar nicht mal so schlechtes Zeugs, ne? Können wir ihr eigentlich was andrehen? Ich glaube, wir haben nichts zum Andrehen, ne? Ich habe ja alles, was wir nicht brauchen, weggehaut. In den Lagerplatz. Tschüss. Müsste passen. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen nochmal die Straße darunter, ne? Und dann da vorne müssen wir rechts rein in diesem Falle. Also, dann tun wir mal sprinten. Hoffentlich werden wir hier nicht von irgendwelchen Viechern überrascht, aber normalerweise sind wir hier sicher. Immerhin beschützen die uns auch ein bisschen. Lalala. Ah, die Machete. Bei 4, ne? Das ist die Frage, ob wir da schon rein müssen. Einmal gesund speichern noch einmal. Ja, gesund speichern. Bestätigen. Dann schauen wir mal rein da. Nein. Das ist wieder so ein Sicherheitstypi, den tun wir nicht weh. Tap, 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 tap. Vielleicht geht's dann da runter. Hey! Ja? Was denn? Nix, okay. Wir haben schon wieder ein Level up. Ernsthaft? Tatsächlich. Alter, das geht viel zu schnell. Boom hat's gemacht. Mehr Schaden, ignorieren gegnerische Rüstungswerte. Ausdauer, Charisma. Charisma wäre gut, ne? Leute überzeugen und so, ne? Warte mal, du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen der Händler erzielst du bessere Preise. Das wäre auch schön. Mit den Waffen einer Frau. Männer erleiden 5% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen einfacher zu überreden. Echt? Gerne. Annehmen, ja, gern. Boah, das ist aber schier, ne? Der arme Mann, voll K.O. und ich da, ne? Subi. Ja, ist so. Ah, da sind wir gleich da. Komm schon her, du Was? Da drin, wie geht denn das? So, du Dreckige. Ja, mit deinem Graffel, boah, ey. Da sind wir jetzt richtig? Das soll passen? Wie lange willst du denn noch durchhalten? Wo bist denn? Etwas im Busch. Ey, was getroffen? Ich kann nicht sehen. Ich hab, glaub ich, was getroffen. Ich lad mal nach. Boah, Alter! Alter, stirb doch!
Wow, ich gehe wieder zurück, rein da. Hey, wo bin ich denn? Alter Kotzi! Meine Erfahrungspunkte. Alle umgebracht. Der hat sie alle umgebracht. Braver Kotzi eigentlich, aber... Kochstation. Kann ich was herstellen? Blutkäfersteak. Ach, das ist ja alles nicht zum Fressen eigentlich. Lass mal's dabei. Ist besser. Ich habe vergessen, die drüberen, die Supermutanten auszuräumen. Ups. Jetzt willst du mich schälen. Ich bin schon wieder... Ach so. Hör auf, die herumzutragen. Du sollst sie ausbluten. Ich auch. Her mit dem Graffel. Hundefutter in der Dose. Ja, Dose, Dose, ne? Entsperren. Was haben wir denn da? Boah. Geht nicht ganz. So vielleicht. Nein. So. Ja. Ja. Sehr schön. Was haben wir da drin? Molotow-Cocktail und Splittergranaten. Nehmen wir alles mit, oder? Perfekt. Kotzi, das hast du fein gemacht. Kann man gar nicht anders sagen. Das ist ja ein schöner Baum, oder? Unfassbar. Das heißt, wir müssen hier weiter. Was ist das? Kampffinde. Waffenstütze. Aha. Okay. Hier ist auch niemand. Schrottpatrone, Schmortopf und Seife. Ja. Bin ich da jetzt falsch? War es das schon? Nö, da muss ich irgendwo rein. Oder? Zumindest da unten muss es weitergehen. Das dürfte nur ein kleiner Teil gewesen sein. Da oben vielleicht. Oh, ein Dreirad. Ne, da ist auch nichts. Komm mit, Kotzi. Vielleicht dann da unten. Ne, auch nicht wirklich. Gibt es denn sowas? Aber das müsste stimmen. Die müssten irgendwo hier sein. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. Das gibt's ja nicht. Wo sind denn die alle? Da oben drin? Crit. Okay. Das bringt sie nichts. Was haben wir da? Oh, Farbdosen. Jawohl. Dann, was haben wir hier? Bauerrüstungsstation. Na, großartig. Kaffeekanne. So, her mit dem Zeug. Superkleber, Silbermedaillon und Schere. Oh, der Part ist zu Ende. Ups, übersehen. Entschuldigung. Die Schere nehmen wir auch mit. Passt, dann werden wir im nächsten Part weiter nach diesen Raidern... Wow, Cotsworth. Weiter nach den Raidern suchen. Die sollen hier irgendwo sein. Die werden wir jetzt alle ausrotten. Und dann haben wir die Quest geschafft. Hoffentlich. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!